Servusle, meine Lieben, herzlich willkommen bei der gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und natürlich mit unserem Codeless. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's an die Außenstelle, an die neue, meine Lieben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir bringen gleich NPCs rüber. Mein Ziel heute wäre, das Rad des Schmerzes drüben an der Außenstelle, an der neuen, zu befüllen. Dann muss ich nochmal an die Außenstelle im Süden. Ihr erinnert euch, da will ich das Rad ebenfalls nochmal befüllen. Sowie das Rad hier unten, sodass wirklich jetzt Männchen durchlaufen, weil die Säuberung, die kommt irgendwann und dann haben wir auf jeden Fall NPCs. Wir gehen gleich rüber. Gestern hatte ich ja kurzzeitig erzählt, dass ich drüben die untoten Hyänen aufstellen will. Ich habe unsere schon mal rübergebracht und wir werden aber das ganze Thema untote Armee in die neue Außenstelle verlegen. Da werden wir die auch produzieren. Jetzt pass auf, ich muss mal ganz kurz noch durchgucken. Die sind auch so ein bisschen angezogen, muss ich mal irgendwann schauen, wie ich das mit dem Reparieren mache. Material ist hier drin. Unsere T4 named geht auf jeden Fall mit. Und ebenfalls mit rüber geht die Bogenschützin hier. Die muss ich jetzt allerdings tragen, wenn ich die mitnehmen will, ne? So, dann flitzen wir schon mal rüber. Die zwei gehen mit. Einen haben wir dann hier, den Tänzer. Und natürlich die NPCs, die hier irgendwelche Sachen herstellen. Deswegen nachrekrutieren. Hier unten seht ihr nur noch zwei Stück an diesem kleinen Außenposten, sage ich schon wieder. An dieser kleinen Defense Wall. Da habe ich einen schon abgezogen, der ist bereits drüben. Den nehmen wir dazu. Dann haben wir drei NPCs drüben. Die nächste Nachrekrutierungswelle hier ist klar. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt es natürlich, jetzt geht es natürlich los. Jetzt haben wir dann zwei Außenposten schon mal. Der nächste Außenposten, den wir planen werden, wird wahrscheinlich eine Stream-Geschichte. Und da würde ich dann tatsächlich schauen, dass wir schon in Richtung Norden marschieren. Da werde ich ebenfalls wieder ein bisschen was vorbereiten. Wir nehmen uns einen Elefant als Lastenträger dann mit dem Stream, dass wir da schon mal so viel wie möglich einräumen. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es heute klappt. Ich habe jetzt auch wieder meine alte Maus angehängt. Die neue ist jetzt auch bestätigt, dass sie bestellt war, sodass wir hier bald in einem schönen, gemütlichen Fluss wieder unterwegs sind. So, ich bin gespannt, ob das jetzt hinhaut. Ich habe den jetzt ja auf Bewachen, ne? Das heißt, wenn ich den drüben abstelle, bleibt er auch drüben. Stopp, lass uns hier durch. Und der eine müsste mir eigentlich folgen, unser Cheball. Cheballerle, wo bist denn du? Sorry, moi, bist jetzt nicht da? Die habe ich auf Folgen, ne? Ja, die ist alles super. Das funktioniert hier einwandfrei. Neuer Außenposten, meine Lieben. Geile Geschichte. Jetzt muss ich allerdings die erstmal hier hinstellen. Ich bin gespannt, ob das jetzt heute aufgeht, wie ich es haben möchte. Ich nehme es aber an. Hier ist die Hyäne, Leute. So, du wachst hier. Und du machst auch erstmal hier die Wache. Hast du eigentlich Material drin? Siehst du, hier habe ich auch Material drin, Leute. Und zwar damit fangen wir jetzt an. Das alles ist ab sofort hier zu Hause. Ich werde hier so viele untote Viecher aufbauen, bis wir eine richtig fette Armee haben, die diesen Stützpunkt von alleine bewacht. So der Plan. So, natürlich sind wir hier wieder im Zeitalter des Provisoriums, deswegen erstmal Feuerschalenkessel aufgestellt, verderbte Knochen, Schädel, das ist alles, was hier produziert wird, ne? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ey, wenn ich. Wir drüben haben wir ja die praktisch in der Herstellung gehabt, ne? Müssen wir gucken. Das wäre der Instabile. Da habe ich jetzt die Information bekommen, dass der explodiert. Da bin ich auch mal gespannt. Für den brauchen wir Machtfragmente. Also den herzustellen wird ein bisschen komplexer. Die nächste Hyäne wäre 10 verderbte Knochen. Das heißt, ich brauche noch zwei verdorbene Knochen, wenn ich das machen will. Einmal. So. Nehmen wir mal gleich zwei. Und dann können wir uns mal so einen instabilen herstellen und den auch mal testen, wenn wir dann hier aufs Schiff gehen irgendwann, ne? Deswegen kommt der auch gleich in die Reihe rein. Die Geschichte läuft. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt geht's eigentlich erst los. Ich brauche die Fundamente. Die kann ich übrigens auch gleich hier draufsetzen. Ich brauche Zaun. Das müsste normalerweise alles eingelagert sein. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt gehen wir erstmal Fundamente bauen. Jetzt gehen wir erstmal Fundamente bauen, dass wenn ich jetzt hier meine kleine C-Box in Betrieb nehme heute, dass eben keiner rausglitscht. Hier steht der dritte Kollege, der war von der Defense Wall, ne? Dann da, oh, den habe ich, hab ich dir Klamotten mit? Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe tatsächlich dem auch schon die Klamotten mit. Jo, haben wir. Und zwar braucht er natürlich eine Buchs und er braucht geile Stiefel. Und habe ich eine Maske zu viel mit, aber eine Hose vergessen. Ja, ist ja egal, du hilfst auf jeden Fall damit, ne? Jetzt pass auf, Leute, wir brauchen hier, ich hoffe, dass ich genug Zeugs dabei habe jetzt, ne? Und ob das überhaupt so geht, wie ich es mir vorstelle. Hier würde ich das gerne hinsetzen. Und zwar nach Möglichkeit
So. Und da möchte ich ja eigentlich, da möchte ich eigentlich schräg rüber. Aber das zieht sich automatisch so hin. Gut, das sieht jetzt nicht so toll aus. Bis hierher bin ich zufrieden, ne? Der da ist eigentlich, mit dem bin ich eigentlich unzufrieden. Hier würde ich gerne jetzt eine schräge, eine eigene reinbauen. Geht das? Platzieren, Autoanpassung, Gelände, mittlere Maustaste. Das war klar. Baumodus verlassen, Neigung anpassen, Platzierung, linke Maus. Ne, ne, das will ich nicht. Kippen, Höhe anpassen, im Uhrzeigersinn drehen, Mauswheel down. Macht er nicht. Gegen Uhrzeigersinn drehen. Mauswheel down, habe ich doch gemacht. Weißt du, das gefällt mir nämlich so nicht. Ich will, dass das hier... dass das hier anders snappt. Wieso macht es das nicht? Ich kann höchstens versuchen, das hier auf eigene Faust nochmal anzupassen. Ja, guck mal, und wie gerade ich es fast hingekriegt habe. Es ist ja nur so, dass hier eine kleine Absperrung da ist. Gucken die eigentlich schon raus? Ja, ist mir aber jetzt erstmal egal. So, das nächste müsste dann hier hin. Ich merke mir mal die Stelle, so gut ich kann. So. Ja? Ja? Auch das ist noch in Ordnung für mich. Und dann haben wir hier das Problem. Wieso macht denn der das nicht so, wie ich das will? Control? Was ist denn Neigung anpassen mit der linken Control-Taste? Nö, passiert nicht wirklich viel. Platzieren ist klar. Mittlere Maustaste funzt hier nicht. Mauswheel down haben wir schon probiert. Gegen Uhrzeigersinn drehen. Höhe anpassen. Geht auch nicht, ist klar. Aber und was ist mit der linken Alt-Taste? Kippen? Tut da jetzt auch nicht das, was er soll. Also bis hierher ist es okay. Damit kann ich leben. Da baue ich jetzt überall gleich noch einen Zaun drauf. Dann kann hier schon mal keiner runterfliegen. Und dann gehört normalerweise hier auch noch eine Absperrung hin. Den würde ich gerne wegnehmen kurz. Und dann würde ich das hier eigentlich so schräg reinfassen wollen. Das kann man bestimmt irgendwie aushebeln, oder? Ich weiß nur mal wieder nicht wie. Pass mal auf, wenn ich den... wenn ich den... probiere den mal so zu setzen. Und den dann hier so anzusnappen. Geht nicht. Wobei hier... damit wäre ich zufrieden. Ne? Mach den nochmal weg. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen was hergestellt. Pass mal auf, wir probieren das jetzt hier gegenseitig, weil da kommt ja noch eine Mauer hin. Das heißt, da ist dann zu. Ah, die Musik hier ist aber mal eine Ecke geiler wie bei uns zu Hause, oder? Leute. Ich gehe mal kurz in die Ego-Perspektive, dann kann ich es vielleicht besser sehen. Ihr seht wieder, ich habe meine Spezialmaus am Start. Die Musik hier ist eine Ecke geiler. Das gefällt mir so gut. Das ist eins der schärfsten Soundtrack-Dinger, die ich so eine ganze Zeit mal gehört habe jetzt. So, und da... wollen wir das so rüber switchen? Ja, das wäre schon geil gewesen. Problem ist, dass er hier nicht mehr snappt, oder? Doch, ich habe einen snappen gehört. Wenn wir Glück haben, ist er da drin, wo ich ihn haben will. Pff, wir probieren es einfach. Nee. Scheiße. Ich habe aber auch Mats dabei. Ich wusste ja schon, dass ich mich mit Sicherheit mindestens einmal verbauen werde. So. Soweit ist klar. Aber falsch umgesetzt. So, hier fehlt mal jetzt eigentlich einer, ne? Das ist scheiße. Das will ich nicht. Ich muss gucken, Leute. Da hätte er ansnappen sollen. Das tut aber nicht. Und da jetzt einen Zaun nebendran hinzusetzen, geht auch nicht, ne? Platz ist derzeit belegt. Seht ihr das? Der ist hier runtergesnappt. Da wollte ich ihn nicht haben. Und den kriege ich jetzt auch nicht mehr raus, ne? Ne, der steckt jetzt hier drin. Jetzt haben wir natürlich die Kappe auf. Scheiße. Schade, dass ich das nicht so setzen kann, wie ich es will. So wird es gehen. Wenn ich aber jetzt den Vierer hier dran hebe. Hat er denn jetzt da... wir haben es. Wisst ihr nur, dass da halt keiner rauskommt unbedingt. Gut, da drüber kommt man. Aber wenn ich jetzt hier nachher was draufsetze, nicht mehr. Okay, damit bin ich zufrieden. Das ist ja auch, wie gesagt, nur eine 10-Box. Oh, scheiße, Codeless. Muss schon gucken, Alter. Ich schüttel mal auf der Codeless-Show hier. Wir wollen ja alle jetzt rekrutieren, ne? Ich spüre doch das.
Soweit ist gut, ja. Hängt das nach außen? Ja, da kommt eine Mauer hin. So, da muss ich ein bisschen verstärken dann, definitiv. Und hier. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Ihr wisst, was ich hier mache, ne? So, Leute. Jetzt kann normalerweise keins mehr einfach hier drüber switchen. Da drüben ist noch ein bisschen gefährlich. Hier die Ecke, da werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal eine Mauer oder so draufsetzen. Lass uns mal gucken, ob wir da was da haben. Hier haben wir auf jeden Fall Material, falls ich es brauche. Hier auch. Hast du Mauern? Fenstermauern. Die will ich aber nicht verbauen. Säulen? Weiß nicht. So, pass auf, machen wir es anders. Es muss eh rüber. Wieso habe ich den Teer jetzt hier dabei? Warum habe ich den Teer hier dabei? Da war auch irgendwas, was ich überlegt hatte. Ach, richtig. Den habe ich schon mal weggelegt, weil ich den Brunnen bauen will, Leute. Hier ist übrigens eine Mauer. So, pass auf. Ja, erster Clip auf, vorbereiten. Zweiter Clip, machen wir das Rad voll. So muss das sein. Mauer, ja. Lass uns mal 4 Mauerstücke herstellen, noch schön. So, Leute. Ich würde sagen, dann ist das Ding dicht. Dann können wir da die 3 NPCs reinstellen mit Keulen. Wir pullen die 3 von gestern, die mich so haben auflaufen lassen. Und dann ist gut. Hier wäre übrigens auch noch Zaun gewesen. Das heißt, der kann rüber, der kann rüber. Dich setze ich hier mit drauf, dich hier mit drauf. Das müsste es gewesen sein, ne? Das heißt, ich kann jetzt die Materialien hier rüberhauen. Die Schlappen auch, die brauchen wir nämlich nicht. Das habe ich auch mitgenommen, weil ich es einfach mal sehen will. Die Kerzen habe ich dabei zum hier verzieren. Das sind die Dolche von unserer T4. Ich habe gedacht, die nehme ich immer mit rüber. So als Maßnahme. Sie kriegt natürlich aber auch eine Keule in die Hand. So. Und du? Vielleicht sollte ich denen aber die Keulen ganz, also alles andere an Waffen rausnehmen. Sicherheitshalber. Komm mal her. Deine Dolche sind hier. Also falls es mal irgendwann in den Kampf geht, hast du alles, was du brauchst, ne? So, Leute. Ich bin so gespannt. Also ihre Dolche rüber. Hier haben wir nochmal Materialien, die rüber können. Die Fesseln, die brauche ich. Hier haben wir auch noch eine Keule. Also, die 2 sind ausgekeult, ne? Sie sind leergeräumt, das heißt, bewegen und wachen. Komm mit mir ins Abenteuerland. So, und jetzt habe ich, glaube ich, auch für dich ein Oberteil. Siehste? So denke ich an dich. Fehlen dir nur die Hände. Und du bekommst natürlich eine Keule. Dafür kriege ich deinen Bogen. Ja, die sind doch hammerhart, oder? Ich habe es auch extra mit den gleichen Masken ausgerüstet. So, Leute. Mädchen, komm mit rüber in die Zehnbox, ihr Gladiatoren dieser Welt. Ihr werdet auf jeden Fall keine Müdigkeit vorschützen. Die Gänsehaut wird uns übers Gesicht laufen, wenn wir gleich. Ich freue mich voll. Ich freue mich gerade voll. Super Suff. Ach, das geht nicht. Ey, wie komme ich denn da drauf, dass das geht? Aber das geht, wenn ich das wegmache, ne? Ja, das würde gehen. Aber hier ist nämlich tatsächlich gefährlich. Die Musik inspiriert. Jetzt habe ich natürlich die Mauer falsch rumgesetzt. So, aber pass mal auf, wenn wir gerade dabei sind. Wir hatten ja hier auch festgestellt, dass wir zumachen wollen hier, ne? Oh, falsch rum, Kohle, bitte. Mach ein bisschen mit, nur ein ganz kleines Eckle. Aber hier geht's wieder nicht, Leute. Ich kann es nicht drehen. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Aber da kommt ja niemand vorbei. Das werden wir natürlich irgendwann schön machen, das Tor, so wie das da drüben auch. Da haben wir ja schon gesagt, was wir noch so für Pläne haben. Ich mache jetzt halt hier zu, ne? Schade, dass ich es nicht drehen kann. Egal, dann mache ich es halt einfach so. Ist mir doch jetzt erst im Moment wurscht. Kann ich noch eine? Ich hole nochmal Ressourcen, das ist jetzt wichtig. La, la, la. Hier wird natürlich auch noch ausgebaut, früher oder später. So, wir zwuppen nochmal rüber. Ich baue. Jetzt muss ich was probieren, Leute. Jetzt müssen wir was probieren. Ich mache mal 10er Stacklick schön fertig. Komm mal her. Kurzer Moment. Kurzer Moment. So, die erste Mauer ist schon da. Hier ist soweit klar. Gefällt uns. Gefällt uns. So. Da muss ich jetzt nochmal wegschrauben, weil ich glaube, dass ich das hinbekomme, wenn ich es erst rechts aufbaue. Pass mal auf. Die mache ich jetzt nochmal weg. Die auch, Steinmauer. Da lese ich mal besser nach. So.
Und da hätte ich gerne eine Drehung drin gehabt. Und das geht jetzt nicht. Es kann natürlich aber auch an diesem Ding hier liegen. Es kann sogar am Fundament hier unten liegen, ne? Jetzt habe ich es, wie ich es haben will. Weißt du? So. Und jetzt sieht es auch nach was aus. Hier ist das gleiche Problem wieder. Aber das hatten wir da drüben auch. Also hier muss ich damit leben. La, 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 Außenstelle. So, hier haben wir natürlich das Problem. Da hätte ich noch ein Fundament reinbiegen müssen. Da kümmere ich mich die Tage mal drum, ob wir das hinkriegen. So, Leute. Besser als erstmal nichts, würde ich sagen. So, die Phase, wo machen wir die hin? Die stelle ich jetzt hier irgendwo hin einfach. Geil, ob wir über die Schlucht drüber einen Fahrstuhl kriegen? Gehört probiert, oder? Gehört probiert, Leute. So, ich räume aus, wir gehen zähmen. Haben wir nicht noch Foundations gehabt? Dann könnte ich hier tatsächlich unsere Burg noch ein bisschen. Hast du noch was? Du hast die Foundations. Alterle. Gib mir das alles mal her. Du brauchst dich hier nicht totschleppen. Sind aber nicht viele, ne? Aber egal, so viele, dass wir was verbauen können. So, Leute. Da kommt noch eine Reihe hin und dann haben wir hier auch unsere Burg. Dann wird sie überdacht und dann sieht es gut aus. Holz rüber, die Elemente hier rüber. Die Geschichten nehme ich jetzt mit. Die Faserfesseln hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. So, Leute. Damit sind wir soweit aufgestellt. Ich brauche einmal die Fesseln hier. Ich brauche die Keule hier. Jetzt kontrollieren wir nochmal, ob jeder bewaffnet ist. Ich freue mich jetzt auch. Jetzt habe ich nur Heiltränke vergessen, leider, ne? Aber ist klar, dass ich immer irgendwas vergesse. Auf der anderen Seite, wir haben so viel Zeug, an das wir denken wollen. Es dämmert auch. Es wird ein wunderschöner Zehnkampf in der Dämmerung. So. Au, das sieht jetzt aber gedrungen aus. Aber auf der anderen Seite, das wird ja hier dann zugemacht. Ich denke mal, dass ich die drei wegmache. Hier nochmal eine Mauer hinsetze. Und dann ist gut. So, Keulos, alle bereit. Alle bereit, sind alle auf Bewachen. Ich hole unsere erste Tour. So, wir machen vier Stück ins Rad, würde ich sagen. Dann kümmere ich mich nochmal ums Essen. Morgen Außenstelle im Süden. Gleiches Spiel. Euch habe ich vergessen. Euch habe ich vergessen. La, 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 la. So, jetzt kann er auch wieder rollen, mein Pony. Mach sie weg. Nicht runterfallen. So, Tänzel um sie rum. Energie bitte. Und Schuss. Du bist kaputt. Ich bin gespannt, welche drei heute da sein werden. Es ist ja auch nie immer dasselbe. So, roll dich weg. Jetzt hast du dich wieder erwischen lassen. Und wieder. So wird's nix. Du haltest den Ding aus von dem, ne? Du musst nur dein Schild hochhalten. So, Leute. Jetzt mal ein bisschen hier mit Moves. Wir haben ein bisschen mit Moves arbeiten. Codeless fliegt um. Ja, dann halte ich halt gleich mal auf. Ich pull ja die nur rein. Unsere Mendeln sind ausgerüstet. Die haben, glaube ich, schwere Rüstung an. Das eine Teil, das eine Rüstungsteil wiegt 20 Kilo, ne? So. Ich nehme auch an, dass ich mich da jetzt gar nicht krumm machen muss. Ich hole jetzt einfach die ersten. Mal gucken, wie viele wieder mitkommen. Lum. Sollen wir gleich drei auf einen Schlag reinpullen? So. Mal gucken, wie viele mitkommen. Jupp. Ich gucke jetzt gar nicht, wie viele. Es wird erst mal Zeit, dass wir NPCs an den Start kriegen. Zwei Stück, zwei Nahkämpfer. Sehr, sehr gut. Zur Verteidigung später. Ja, ja, komm mit. Komm, gut. Jetzt kann natürlich sein, wenn ich Pech habe, dass meine da drin schon... Kommen die hier durchs Tor durch? Ja, die kommen durch. Also ist Madame aber nicht. So, ist ein Gerber gewesen, ein hoher. Und ein Schmelzer, ein zweiten. Sehr gut. Handwerker können wir gebrauchen, ne? So, Phalanx. So, Leute, ich mach's Tor zu. So lobe ich mir das. Ja, Nordheimer Gerber. Da ist schon der Erste. Schmelzer liegt schon, aber war auch nur ein Einser. Wieso driften die niemand? So, das ist erledigt. Ich bring den schon mal weg. Geil, Leute. Ist nur ein Einser, aber dann haben wir drüben für die drei Schmelzen, brauchen wir ja eh welche. So, jetzt läuft die Geschichte. Schmelzer läuft durch. Die kämpfen noch, da gehe ich mal dazwischen. Dann gucken wir gleich mal, wie viel Leben. Habt das geschafft, ich bin stolz auf euch. Wo ist der? Wo habt ihr den hingeschmissen, Leute?
Habt ihr den jetzt da runtergeschmissen? Ich sehe den nirgends. Super. So viel zu meiner Freude. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Die haben den da nicht rausgeklopft, oder? Ey, da muss man dabei bleiben, sehe ich schon. Lass ich das nächste Mal liegen. Also nochmal herzlichen Dank, ne, fürs Helfen. Fast kein Leben verloren. Auch kein Leben verloren. Okay, ihr seid alle fit. Ich hole die nächsten. Schade um den. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo sie den hingebollert haben, ne? Kann natürlich sein, dass der runtergeknallt ist. Ich muss mir das anschauen. Nur so können wir natürlich Schwachstellen beseitigen. Also, jetzt haben wir den kleinsten von der Truppe davon. Ich mache das komplett leer jetzt, das Camp. Einen kann ich auch mit heimziehen, falls wir einen guten finden, ne? Stimmt, könnte ich machen. Jetzt gucke ich erstmal hier. Da war doch noch einer. So, mein Freund. Ich grüße dich, Django Asyl. Komm her. Wir gucken erstmal, was es für einer ist. Hier, ein Dreier-Schmelzer, Leute. Ich glaube, dass der noch geiler ist, oder? Komm mit, ich mache nichts mehr alleine ohne meine Männer. Kommen Sie mit, kleiner Schmelzer Nummer 3. Ein Dreier-Schmelzer ist natürlich eine Geschichte, ne? Und er macht Blutungsschaden, Leute. Komm nur mit. Ja, ja, warte. Ist schon ein Stück Weg dahinter, ne? Vielleicht baue ich das irgendwann verlängert nach vorne noch auf. Dann haben wir hier schon den 10-Bereich. Wer weiß, wie diese Rekrutierungsstelle am Ende sein wird, ne? Okay. Blöd ist natürlich... Machen die das allein? Blöd ist natürlich eins, dass sie jetzt hier zwischen Tür und Angel kämpfen, ne? So, wir machen natürlich mit. Die Hälfte haben wir schon. Da liegt sie jetzt, Leute. Da liegt sie. Vorhin lag sie nicht da, ne? Huh. Kurzer Moment. Ich glaube, der hier geht vor, ne? Der geht vor. Ja, dann sind doch alle da. Dann holen wir uns noch einen und einen für daheim, würde ich sagen. So. Rad des Schmerzes. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einen Schmelzer 1 und den Schmelzer 3. Das heißt, die Schmelzen drüben sind damit gefüllt. Nächster Schmelzer, den wir uns abholen, der kommt dann an die andere Außenstation. Und dann haben wir hier einen Zweier Gerber. Lala, jetzt haben wir nur Handwerker geholt bis jetzt. Und der beste ist der Dreier Schmelzer, meiner Meinung nach, ne? So, Leute. Wird wahrscheinlich die Suppe knapp. Das heißt, ich muss demnächst Suppe kochen. Von wegen, die Suppe wird knapp. Da haben wir doch mal an alles gedacht. So, Leute. Jetzt gehen wir vor, einen holen wir uns noch, dann ist das Rad komplett voll. Wie sieht es mit der Säuberung aus? Ja, bis die Säuberung kommt, sind wir ausgeschraffiert. So, meine Freunde des Rades des Schmerzes. Hier, bitteschön. Komm, wir holen uns noch einen. Es ist zwar jetzt gleich dunkel, aber einer geht noch. Einer geht noch. Ich bin so stolz aufs Drüpple. Da hole ich mir noch einen vierten und einen fünften hier rein wahrscheinlich. Oder alle, die hier sind. Also dann geht es noch schneller. Sehr gut. Ich bin gleich wieder du. Ich muss mal gucken, was man noch findet. Sehr geil. Ich muss halt das nächste Mal Heilzeug mitnehmen für mich. Natürlich gehen wir trotzdem irgendwann noch aufs Schiff, ne? Das will ich jetzt nicht auslassen. Also ich hole nicht nur vorne am Dorf. Aber einen möchte ich noch. Und eigentlich möchte ich auch noch einen für zu Hause. Jetzt gucke ich erstmal, ob die eine Kiste haben hier. Weil da haben wir doch jetzt leer gemacht, ne? Die schwarze Hand haben wir schön ausgeräumt. Kann ich den Banner? Ne, den Banner kann ich nicht. So. Habt ihr was drin in eurem Bierfass? Nee. Schale nicht, Fässchen nicht. Sieht jemand irgendwas, was ich hier looten könnte? Nö, ne? Ein Bett? Tja, mal. Boah, was ein Grunzen. Da müssen wir schon mal die nächste Stufe. Also die haben wir weg. Aber die nächste Stufe wäre hier drüben. Da ist, glaube ich, ein hoher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den gepult kriege. Weil jetzt müssen wir nämlich erstmal hier runter. Ich ziehe schon mal mein Schild an. Ah, der sitzt schon da drüben. Oh, das habe ich... Da muss ich mir vielleicht einen Fahrstuhl rüberbauen das nächste Mal. Guck mal, hier haben wir einen. Wenn das kein Bogenschütze ist. Einen Bogenschützen rüberpullen halte ich für ziemlich aufwendig. Gucken, wie lange es dauert, bis hier rüberkommt. Kommt sie überhaupt rüber? Ja. Nee, den will ich nicht. Also, wenn ich den jetzt pullen muss. So, den machen wir jetzt einfach ganz gemütlich weg.
So, den haben wir tot. Was hat er dabei gehabt? Stiefel. Ich meine, man weiß ja nie, ne? So, Leute. Der nächste wird unserer sein, hoffe ich. Kannst du kurz auf die Ding wechseln? Wir müssen jetzt halt gucken, was uns jetzt gleich in die... Da vorne sitzt einer. Ist hier eine Kiste noch? Nee, ne? Was ist das hier, was da sitzt? Der Dolche, ne? Ne, der hat wieder eine Axt. Könnte wieder ein Handwerker sein. Ein Kämpfer, ein Zweier. Der ist okay. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Komm nur. Aua. Nix, Mate, Alter. Komm mit rüber. Oh. Möglicherweise haben wir gleich zwei gepult. Ja, haben wir. Einer für hier und einer für zu Hause, oder, Leute? Aua. Natürlich hier ein bisschen aufpassen mit dem Respawn immer. Oh, die hat ein Schild. Komm, oh, shit. Jojo, komm hier durch. Kommt mit. Noch sind sie beide da. Immer noch beide da. Schöne ist, dass es gleich taghell sein wird in der Arena. Komm mit. Ich muss aufpassen, ich habe keine Energie mehr. Beide da. Hilfe! Ich bin's. Hilfe, ich bin's. So, dann mache ich hier vorne die Buchs zu. Und ab dafür. Hauen wir natürlich mit rein, solange es geht. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich meine nicht betäubt. Der erste liegt schon. Den hauen wir ins Rad. Ein Einser Kämpfer, Leute. Kanonenfutter muss aus sein, oder? So. La. Guck mal, vierer Rad gefüllt in einer Folge geschwind. Oh je, der ist wieder weggeglitscht, ne? Der ist wieder weggeglitscht. Aber ich bin so stolz aufs Trüpple. Gerade hier ein bisschen Leben verloren, aber minimal. Hier auch. Da kommt noch ein vierter. Also der Einser-Kämpfer wird hier auf jeden Fall auch unterstützen jetzt, ne? So, meine Lieben. Wenn die jetzt gleich nochmal auftaucht, ich laufe jetzt mal ein paar Meter weg, nochmal wieder hin. Und wenn die da hinten will ich aber noch kurz durchlooten, glaube ich. Also beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, schau ich mal, ob ich da einen Fahrstuhl rüber machen kann oder eine Brücke rüberziehen kann oder so. Dann haben wir nämlich das auch schneller im Griff. Ich gucke jetzt ganz kurz durch, ob ich da drüben irgendwas finde. Und dann schnappe ich mir den einen für zu Hause fürs kleine Rad. So, Leute. Die Frage ist, ob ich hier irgendwas hatte. Hier ist auch keine Kiste oder sowas, ne? Guck mal, so holen wir uns jetzt langsam das Schiff ran. Beim nächsten Mal werde ich die natürlich... Was bist du? Ein Einser-Kämpfer, aber nichts Besonderes irgendwie. Den lasse ich. Hier sehe ich nichts zum Looten. Und dann wären wir auch schon drüben, ne? Ne, ich gehe jetzt heim. Wenn er mitkommt, weiß ich nicht, was ich mit ihm machen soll dann. Ich nehme an, dass der aber bleibt, dass der gleich aufgibt, wenn ich hier renne. So, Leute. Drücken wir uns die Daumen, dass der letzte Betäubte noch in irgendeiner Form da ist. Der Kollege hier hat aufgegeben. La, 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 la. Bitte sei da. Den schleppe ich jetzt bis heim ins Rad und gut ist. Und so werden wir ab und zu mal eine Ründle machen hier. Dann kriegen wir Handwerker zusammen. Und wenn wir am Schiff dann später mal wirklich sind, uns durchkämpfen und da ist ein Named oder so, können wir ihn rüberziehen. So, da ist er. Das hat hinkauen. So, den nehme ich jetzt aber mit heim hier, ne? So, herzlichen Dank fürs Mithelfen. Ihr wart sehr gut. Ich komme die Tage rüber mit Wasser und Trinken, mit Essen. So, untote Hyäne ist klar. Unser Instabiler, der explodiert. Den haben wir auch hier in der Mache. Das ist eine gute Geschichte. Und das probiere ich jetzt, ob ich den bis nach Hause kriege. Ich nehme es aber an. Warum nicht, ne? So, Leute. Also haben wir unsere Truppe erstmal aufgestafft heute. Leider nicht alles hohe Kämpfer, aber... Die Schmelzertruppe ist voll. Die Schmelzertruppe aus dem Zillertal, aus dem Coneless-Tal, die haben wir voll. Enbatu ist noch am Durchlaufen. Südliche Außengeschichte machen wir morgen. Da werde ich ja, ich wollte ja nochmal die Abschaumtiefen für diese Echsenrüstung. Die ziehen wir dann auch im Enbatu an, glaube ich, wenn der fertig ist. Schauen wir mal, wie er aussieht damit. So. Nächste Geschichte, die wir dann machen, ist der Ausflug zum Fledermaustürmchen. Fahren wir unser Dämonenblut ran, dass wir den Kartenraum oben aufbauen können. Und natürlich die Fans. Nur ein paar Tiere hätte ich gerne noch, ne? Vielleicht holen wir uns mal noch ein Nashorn. So.
Ist halt gut, ich ziehe den über die ganze Welt. Servus, Jungs. Es wird immer geiler hier. Es macht immer mehr Laune auf allem. So, Leute. Bups. Ein Zweierkämpfer ist doch gut, ne? So, drüben sind 4 Stück am Durchlaufen. Zu Hause haben wir auch nochmal, glaube ich, welche. Ah, ne, das ist nur der Embatu oben, ne? Könnte ich jetzt überlegen, natürlich, dass ich drüben nochmal im Dörfle vorbeigucke. Aber irgendwann ist auch gut mit NPCs, ne? Hier sind 2, da kommt dann der Kämpfer mit auf die Mauer. Hm, weiß ich noch nicht. Vielleicht tausche ich den Kämpfer rüber und hole den Bogenschütze von drüben wieder hierher, ne? So, Leute, das war's gewesen. Schöne Runde, sehr effektiv, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kurzer Moment, so. Dazu überlege ich gerade, wie wir vorgehen. Das mache ich hier rein, dann finde ich es wieder. Die Keule ebenfalls, die Fesseln auch. Das habe ich dann zum Reparieren. Oh, Katzenfell, wie schön. Ich brauche Teer. Und eine Lederfarmrunde müssen wir machen. So, bin ich sehr zufrieden. Warte mal, wenn die 3 Schmelzer dann hier hinten hocken. Tauscht man natürlich dann jedes das nächste Mal um, ne? So, guck mal hier, das sind nochmal Wasserkugeln. Läuft. Was war noch drin? Wie lange braucht der noch hier? Oh, Leute, es geht langsam dem Ende zu. Wie gesagt, ich genieße das ja momentan alles absichtlich noch Classic auf diesen langen Einstellungen. Jetzt sind wir dann Level 40. Das heißt, wir werden uns demnächst, Leute, wir sind Level 40. Gucken wir uns mal in den nächsten 2 Folgen irgendwann nach Waffen um, nach neuen, was es Neues gibt. Und ich nehme mal an, so ab Level 50 werde ich dann auch die Einstellungen ein bisschen anpassen, weil es dann auch langwieriger wird, oder ab 45. Mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich es einstellen möchte. Da habe ich natürlich, wie ihr auch, eine gewisse Vorstellung davon. Und das mache ich dann auch von nichts abhängig, ne? So, Leute. Da haben wir auch bald wieder unseren Spaß. Hier kann ich dann Schwefel durchlaufen lassen. Hier entsprechend Heiltränke. Wie man sieht, mache ich das auch parallel. Und dann ist unsere nächste Reise auch schon in greifbarer Nähe. So. Ah ja, guck mal, das kannst du eigentlich jetzt... Das hat ja seinen festen Platz, das Wundsekret. Weißt du? Das kannst du nämlich jetzt hier so rüber machen. Da brauchst du es. Und Suppe kochen brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht, ne? So. War das nicht? Aber ab 50 war das, ne? Was natürlich übelst viel ist. So, meine Lieben, noch einmal ein Blick, wenn wir es uns schon aufgebaut haben, würde ich sagen. La, la, la. Hier muss ich natürlich verschönern demnächst, ne? Kann auch sein, dass ich hier noch ein paar Fenster raushau. Möglicherweise werde ich auch den Turm upgraden irgendwann. Je nachdem, wie die Außenstelle. Hast du gesehen, es hing unten rein. Die Decke müssen wir nochmal abhängen. Das wäre halt mein Wunsch, dass wir das jetzt bald angehen hier. Kartenraum. Ich will hier oben residieren, verstehst du? Dann den Kartenraum hier drauf. Dann haben wir da drüben Pferch 1, Pferch 2. Der Pferch kommt weg, wenn das von der Dings, von der Entfernung reicht, eine Religion hier runter. Die Jog-Religion werde ich wahrscheinlich im Außenposten drüben versuchen zu integrieren, wo auch die Untoten sind und so. So, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Morgen geht es hier natürlich weiter. Ich nehme an, dass wir zum Wochenende hin dann auch so weit sind, dass wir uns den Turm anschauen. Morgen ist Freitagsrunde Außenposten nochmal. Dann würde ich nochmal hier die ganzen Mändeln verteilen, vielleicht am Freitag. So, am Samstag, und dann gehen wir zum Fledermausturm. Ganz grob so der Plan. Meine Lieben, wir sehen uns. Bis dann.